Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Das Achtelfinale im DFB-Pokal steht an, heute Teil 1, morgen folgerichtig Teil 2, auch mit Saarbrücken und auch mit Verl. Bleibt immer sportlich fair in den Kommentaren, ansonsten geht's jetzt los mit Frankfurt gegen Leipzig. Viel Spaß! In der Bundesliga konnte dieses Duell Eintracht Frankfurt für sich entscheiden. Dort schlug man RB Leipzig mit 2:0. Und die Frankfurter hatten hier gegen Leipzig auch einiges vor. Es war erstmal eine defensive, gute Einstellung, die Frankfurt an den Tag legte. Dann setzten sie auch die ersten Nadelstiche nach vorne. Gacinovic legt zu Touré. Das ist die erste gute Flanke, die für Gulaschi schwer wird, die er zu diesem Eckball hier klären konnte. Frankfurt also mit dem Eckstoß. Kostic legt sich den Ball ganz genau zurecht. Auf den ersten Pfosten getreten. Bastos mit dem Kopfball aus extrem spitzen Winkel schwer auf den Kasten zu bekommen. Gulaschi ist aufmerksam und fischt den raus. Leipzig fand hier nicht gut rein und Frankfurt machte weiterhin eine sehr gute Partie. Und dann hatten sie den vermeintlichen Führungstreffer auch auf dem Fuß durch Sebastian Rode, doch er stand im Abseits. Der Mittelfeldmann durchgelaufen, aber etwas zu früh gestartet. Mit dem Knie ist er dann im verbotenen Raum. Das war's mit der ersten Hälfte. Frankfurt war die klar bessere Mannschaft und hätte mit etwas mehr Glück auch schon führen können. Leipzig zeigte nun aber ein anderes Gesicht im zweiten Durchgang, so konnte es auch nicht weitergehen. Paulsen zu Timo Werner, der dreht sich einmal um Abraham herum und in der 56. Minute führt Leipzig mit 1:0, unverdient, aber eben ziemlich abgezockt. Eintracht Frankfurt machte aber da weiter, wo sie auch aufgehört hatten. Flanke von der rechten Seite, Philipp Kostic. Der Kopfball geht haarscharf rüber. Da steigt er richtig stark hoch gegen Mukiele, der da gar nichts machen kann. Der Querbalken aber wurde etwas zu hoch anvisiert. Weiterhin Frankfurt. Philipp Kostic über die linke Außenbahn. Das ist ein sehr guter Antritt. Eine präzise Flanke auf Danny da Costa. Und der köpft den Ball hinein ins Glück. 68. Spielminute. Frankfurt zurück in dieser Partie. Absolut verdienter Treffer. Doch nun wieder die Trotzreaktion von Leipzig. Jetzt warten sie auf. Leimer wird von Abraham gelegt. Das ist clever gemacht vom Leipziger. Unglücklich von Abraham. Aber letztendlich ein rechtmäßiger Strafstoß. Timo Werner gegen Kevin Trapp. Viertelstunde vor dem Ende. Werner hatte das Glück auf seiner Seite. Drosch den Ball unter die Latte. Und beendete damit die Pokalträume von Eintracht Frankfurt. Denn danach passierte nichts mehr. Leipzig war in der Torchancenverwertung gnadenlos. Schmeißt damit Frankfurt aus dem Wettbewerb. Der 1. FC Kaiserslautern konnte in dieser DFB-Pokalsaison durchaus überraschen, steht jetzt aber nicht unverdient im Achtelfinale. Zu Gast waren die Düsseldorfer, die in der Defensive erstmal aufpassen mussten, weil der 1. FCK richtig gut reinstartete. Die erste Möglichkeit, zumindest so halb, gehörte folgerichtig den Roten Teufeln. Florian Pick in der Mitte ist nicht der Größte, kommt da trotzdem zum Kopfball. Den bekommt er aber nicht wirklich gut auf den Kasten gezogen. Man merkte hier keinen Ligaunterschied von 3:1, doch Düsseldorf dann mit diesem Nadelstich am Puma mit dem 1:0, stand aber im Abseits. Entwarnung für den 1. FC Kaiserslautern. Klar ärgerten sich da die Gäste, doch unter dem Strich war das die richtige Entscheidung. Knapp, aber absolut korrekt.
Von diesem Schockmoment musste sich der 1. FC Kaiserslautern dann erstmal erholen und Düsseldorf wollte in diese Drangphase reinstarten. Ampomar wieder mit dem Abschluss. Diesmal hätte er gezielt. Doch Grill mit einer richtig starken Parade fischt den da raus. Hält so erstmal das torlose 0:0 fest, mit dem es dann auch in die Pause ging. Also eine ausgeglichene Partie, wo die letzten Akzente aber eher den Düsseldorfern gehörten. Und im zweiten Abschnitt drehte sich das dann wiederum. Der 1. FC Kaiserslautern setzte sich vorne fest. Sickinger, Kühlwetter, Florian Pick. Aber zu leicht für Steffen, den zu parieren. Langer Abschlag von Grill, der wird richtig gefährlich. Das ist Kühlwetter, alleine vor Steffen. Christian Kühlwetter behält aber nicht die Nerven. Die Riesenchance zum 1:0. Steffen stellt sich dazwischen. Trotzdem, da darfst du einem Keeper eigentlich keine Chance mehr lassen, um eine Parade rauszuholen. Steffen machte das. Weiterhin also 0:0. Nun wieder Düsseldorf mit einer besseren Phase. Stöger, Zimmer, Morales, Jean Zimmer zwingt der Grill zu einer Glanzparade. Zimmer ja auch beim 1. FC Kaiserslautern groß geworden. Jetzt ein wunderbarer Abschluss. Eine umso schönere Parade von Lennart Grill. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite. Da kommt David Kownacki zum Kopfball und zerreißt Kaiserslauterer Pokalträume in der 77. Spielminute. Der ist da einfach zu frei. Kommt dann zum Kopfball. Den platziert er unten rechts richtig gut. Und holt damit für Düsseldorf den Sieg im Achtelfinale. Sichert das Viertelfinalticket damit. Schmeißt Kaiserslautern unglücklich aus dem Wettbewerb, doch die individuelle Qualität am Ende hat gesiegt. Der FC Schalke 04 empfing am Dienstagabend Hertha BSC, das Duell, was am Freitag noch in der Hauptstadt ausgetragen wurde. Die erste Chance für Dodi Lukebakio nach einer knappen halben Stunde, mal eine Standardsituation, die hier für Gefahr sorgen konnte. Ansonsten war das wirklich ein richtig mauer Auftritt von beiden Mannschaften. Sie wollten nichts riskieren und es ging mit diesem 0:0 in die Pause von Schalke keine Offensivaktion zu sehen. Hertha tendenziell etwas besser, aber am Ende des Tages auch nicht gut genug für einen Treffer. Das sollte im zweiten Abschnitt besser werden, insbesondere weil Schalke sich jetzt mal bemühte. Mascarell, Harit steckt zu Benito Rahman rüber, da ist dann Rune Jahrstein auf dem Posten. Schnell genug unten, spitzer Winkel, muss auch im kurzen Eck da sein. Trotzdem gut, was Jahrstein hier machte. Daraus folgte diese Standardsituation. Daniel Caligiuri legt sich den Ball da außen zurecht. Der Eckstoß zunächst abgewehrt, Harit hält ihn aber im Spiel. Mit etwas Glück kriegt er ihn hier zu Michael Gregoritsch und der schießt ins kurze Eck ein. 69. Minute, die bessere zweite Hälfte des FC Schalke 04 sorgt hier für den mittlerweile nicht mehr unverdienten Führungstreffer. Hat er Glück, dass der Tunnel sitzt. Jahrstein nicht mehr an den Ball rankommt. Und Schalke wollte jetzt noch schnell einen drauflegen. John Joe Kenny, fehlen so ein bisschen die Anspielmöglichkeiten. Dann erblickt er Mascarell, der weiter zu Caligiuri, Benito Rahman im Strafraum. Mascarell, Parade von Jahrstein. Serda nochmal, Suat Serda, haarscharf am linken Pfosten vorbei. Um ein Haar schon die Entscheidung. Jetzt war von Hertha noch weniger zu sehen. Nach vorne nahezu unsichtbar. Das aber auch nur, weil Schalke das mittlerweile richtig gut machte. Mascarell und Serda, ein gutes Duo. Diesmal Gregoritsch im Fokus. Wird gelegt von Turunariga. Ja, das ist stumpf. Und zieht dann als Konsequenz einen Strafstoß nach sich.
Jahrstein gegen Daniel Caligiuri. Der hat hier die Entscheidung auf dem Fuß. Macht es ganz eiskalt. In der 82. Minute war hier dann alles klar. Schalke gewinnt mit 2:0, schmeißt damit Hertha aus dem Wettbewerb. In der ersten Hälfte war es richtig schwach, auch von Schalke. Dann verbesserten sie sich und ziehen somit verdient ins Viertelfinale ein. Der SV Werder Bremen hat eine gescholtene Seele. Was in der Bundesliga aktuell läuft, ist nicht gerade feierlich für den BVB. Hingegen läuft es wieder richtig rund. Der erste Angriff gehörte hier aber den Werderanern. Sargent hier mit dem Halbabschluss, wurde aber auch zurückgepfiffen aufgrund dieses Foulspiels beim Torschuss. Aber es zeigte, dass Bremen sich hier nicht verschanzen will. Im Vorjahr gab es dieses Duell ja, da schmiss Bremen Dortmund im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. Und da wollten sich die Dortmunder jetzt für rächen. Das ist die erste Chance für Schwarz-Gelb gewesen. Hakimi trifft aber nur knapp vorbei. Dortmund nun aber deutlich gestärkt. Marco Reus, der sich da gut behaupten kann. Axel Witzel zu Brandt weitergeleitet. Der noch ein weiter zu Marco Reus. Steht dann völlig blank vor Pavlenka. Und die schwache Defensive der Bremer wird hier bestraft. 0:1 nach 45 Minuten. Verdientermaßen, nachdem Bremen ganz gut begonnen hatte, war in der Folge nicht mehr viel von ihnen zu sehen. Der zweite Durchgang gerade in den ersten Zügen. Der Gast aus Dortmund dann wieder auffällig. Marco Reus, schöne Einzelaktion, wunderbare Einzelaktion. Der Schlenzer von Reus an den Pfosten hätte durchaus den Treffer verdient gehabt. Glück für Bremen, dass sie hier noch nicht ausgestochen wurden. Doch die Gäste machten weiter. Klaassen gegen Sancho erstmal Sieger im Zweikampf, doch Hakimi kommt dann zu der Flanke. Hazard mit dem Abschluss, weil Toprak den Ball nicht klären kann. Gibt's da den Schuss? Kein Problem für Pavlenka, der war deutlich zu harmlos. Was war mit Bremen los? Wenige Nadelstiche, die sie nach vorne setzen konnten. Dann aber mal so. Şahin zu Eggestein. Zwingt da Roman Bürki zu einer Glanztat. Wirklich guter Schuss, leicht angedreht, der hätte auch gepasst. Bürki macht sich ganz lang und bekommt noch die Fingerspitzen dran. Wehrt zu einem letztlich harmlosen Eckstoß ab. Nun wieder der BVB, wollte nichts mehr hier gefährden. Und dann machte Axel Witzel auch alles klar. In der 83. Spielminute war der Deckel drauf. Schöner Linksschuss, Klaassen kommt zu spät. Der passt haargenau rechts rein. Keine Chance für Pavlenka. Und das war dann auch das Ende dieses Liedes. Bremen scheidet aus dem Wettbewerb, muss sich den besseren Dortmundern verdient geschlagen geben und kann sich somit auf den Abstiegskampf konzentrieren. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Video, morgen dann eben Teil 2. Haut rein und adios.